Herzlich willkommen bei unser Familienwissen. Wir werden heute zusammen Schritt für Schritt diese leckere Tomatensauce zubereiten. Hi, heute zeige ich euch eine schnelle und leckere Tomatensauce. Dazu brauchen wir eine Zwiebel, gewürfelt, Butter zum Anbraten, ca. 300 Gramm Jagdwurst, ihr könnt aber auch Fleischwurst und Würstchen nehmen, eine Flasche Ketchup, 500 Gramm passierte Tomaten und Milch. Jetzt haben wir die Zwiebel schon in der Butter etwas angeschwitzt. Wer den besonderen Kick haben möchte, macht jetzt einfach einen Löffel Honig dran. Wenn der Honig jetzt so anschäumt, wird einfach die Wurst dazugegeben. Wenn die Wurst jetzt gut angebraten ist, wird die ganze Flasche Ketchup dazugegeben. Anschließend wird sie ca. 3/4 voll mit Milch gefüllt, ordentlich geschüttelt und dann auch dazugegeben. Durch die dazugegebene Milch legt die Soße schön an. Sie muss nur einmal aufkochen. Ganz zum Schluss kommen die passierten Tomaten hinzu. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Soße auch noch mit Pfeffer abschmecken. Lasst es euch schmecken.